MG4 X-Power. Das X steht in dem Fall nicht für Gefahr, sondern dafür, dass der in 3,8 Sekunden auf 100 geht, 200 km/h schnell wird. Und hier seid ihr gelandet bei einem der größten Kompaktsportler-Fans der Welt. Aber lässt sich diese Leidenschaft so einfach auch in die elektrische Zukunft transformieren oder nicht? Genau das erfahrt ihr hier bei The Car Crash Review. Bei uns gibt es jeden Tag um 17 Uhr ein neues Video aus der Kälte von Jesse oder aus der sonnigen Wärme von mir. Ich bin der Jan, abonniert den Kanal genau jetzt, dann sehen wir uns morgen um 17 Uhr. Was werden wir heute mit dem MG4 X-Power machen? Wir werden uns den optisch anschauen. Das geht nur optisch. Wir werden in den Innenraum gehen. Wir werden die Sportlichkeit bewerten. Das vor allem beim Fahren mit Jesse zusammen. Schauen wir mal, wie viel Angst hier heute bekommen wird oder eben auch nicht. Wir werden über den Preis, über sehr dünne Wettbewerbsumfeld, über das Preis-Leistungs-Verhältnis sprechen, über alles, worauf ihr hoffentlich Bock habt. Habt ihr Bock? Dann haben wir zusammen Bock. Kommt mit. We're driving cars on a Mars tonight. We're passing up to the stars tonight. We wanna go, go. We wanna go, go. Ja, ganz am Anfang, bevor es losgeht, spreche ich mit voller Liebe über unseren Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasing-Anbietern. Schaut da gern vorbei, ist eine gute Sache. Ich sage es in jedem Video, was ich besser kann als Werbung, ist über die Historie von MG, vom MG4, von SAIC, also dem Mutterkonzern, sprechen. Ja, und das machen wir jetzt mal. Also das Auto einfach einordnen. MG, das kennen viele seit, glaube ich, fast über 100 Jahre, also zumindest die älteren Zuschauer. Die waren britischer, eigentlich Zweisitzerhersteller, dafür ziemlich bekannt. Ja, und irgendwann, 2007, hat dann SAIC den Konzern gekauft und baut da jetzt Autos drauf. SAIC, was ist das? Das Shanghai Automotive Industry Corporation. Und das ist einfach mal der größte Autohersteller Chinas. Die haben über 200.000 Mitarbeiter, die verkaufen 5,3 Millionen Autos pro Jahr. Die kennt man von der Kooperation in Deutschland zum Beispiel mit VW. Das ist ein Riesenladen. Und dass die richtig gute E-Autos bauen können, das beweisen die nicht erst seit dem MG4. Den gibt es seit 2022 in China, da heißt der Mulan, genauso wie der Disney-Film. Und bei uns auch seit 2022 und 2023, also dieses Jahr, hat man gesagt, okay, wir brauchen eine Trophy Extended Range Variante mit einer Reichweite von bis zu 520 Kilometern mit 77 Kilowattstunden Akku und eine X-Power-Variante mit 435 PS, die in 3,8 Sekunden auf 100 geht, mit Allrad zum ersten Mal. Das ist hier ja so eine Subkompaktgröße, Kompaktgröße kann man sagen, rein elektrisch und jetzt halt die Performance-Variante. Und ich habe mir ganz genau überlegt, was ist denn das Wettbewerbsumfeld? Und da gibt es echt vieles, aber performancemäßig wiederum gar nicht so vieles. Das ist zum Beispiel bald ein Volvo EX30, den findet ihr hier auf dem Kanal. Das ist ein Smart Hashtag One. Der Hauptwettbewerber ist der Smart Hashtag One Brabus zum Beispiel. Ja, das ist auch ein ID3, den es ja in der Performance-Allrad-Variante nicht gibt, genauso wie ein Cupra Born in der Größe. Das ist allerdings auch ein Kia Niro oder ein Hyundai Kona in der E-Variante oder ein Zeekr X. Viele sind allerdings ein bisschen SUViger positioniert als der hier. Was der mit einer Cola-Dose gemeinsam oder gemein hat, das werden wir später rausfinden. Erstmal zu den Ausmaßen. Die finde ich herrlich erfrischend, preis-leistungsmäßig gut, weil es mal ein bisschen kleineres E-Auto. 4,29 ist er nur lang, 1,84 breit, 1,50 hoch, hat einen Radstand von 2,71 Meter. Und dann gibt es halt drei Ausstattungsvarianten. Standard, das ist eine wirklich reduzierte, preiswerte Ausstattung, allerdings müsst ihr da ein paar Einbußen in Kauf nehmen. Komfort mit C geschrieben, Luxury mit L geschrieben, Extended Range oder eben X-Power, wie wir sie hier haben. 7 Lackvarianten gibt es. Hier drauf ist Hunter. I am the Hunter, Hunter Green, und
Die Farbe ist für dieses X-Power-Modell exklusiv. Ihr bekommt allerdings auch alle anderen Farben dafür. Dover White kostet keinen Aufpreis. Die anderen kosten alle 650 Euro Aufpreis. Und beim CW-Wert wird spannend, denn der liegt bei 0,27 bis 0,29. Bei den ersten drei Varianten, die bei einer Leistung von 170 bis 245 PS quasi divergieren. Hier allerdings, genau wie bei der Extended Range Variante 0,3. Das ist kein überragender CW-Wert, allerdings auch nicht ganz schlecht. Dafür nach Standard hat man dann immer eine Kühlergrill-Jalousie, die sich öffnen und schließen lässt. MG steht hier stolz drauf. Lackierung wirkt gut, Kamera nach vorne. Unten hier so ein schwarzer Stoßfänger, sehr schick. Und hier ist der Blinker drin. Den zeige ich euch mal schnell. Dafür gehe ich an die Seite, weil... Ja, das ist vielleicht nicht ganz uninteressant, weil der wirklich unten kommt. Siehst du den? Wenn du mal ganz rausgehst, kann ich ihn vielleicht mal noch von der anderen Seite zeigen. Das ist ein bisschen unüblich eher. Allerdings finde ich es ganz schick, weil es dem Auto beim Blinken noch so eine Breite gibt. 28 LED-Elemente auf jeder Seite, 14 dann. Und es ist ein Voll-LED-Licht mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Strichen in der Tagfahrsignatur und 3 ja, Haupt-LED-Elementen dann drunter. Schönes Licht. Langgezogen, finde ich, passt ganz gut. Kleine Ausbeulung hier in der Motorhaube. Und wenn wir jetzt mal an die Seite gehen, ja, dann sieht man hier schwarzes Dach, kommt dann in den beiden höchsten Varianten immer dazu. Ihr seht einen wirklich langen Radstand, ne? Kurze Überhänge. Der Akku liegt hier unten etwa da, wo der schwarze Schweller ist, im Unterboden. Und mit einer Cola-Dose hat der Akku so viel zu tun. Der ist nur 11 cm hoch. Und deshalb muss das Auto nicht so hoch aufbauen. Und das ist weniger wohl als eine Cola-Dose. Wirklich spannend. Es gibt den Akku in 51, 64 und 77 Kilowattstunden Größe. Hier haben wir 64 Kilowattstunden. Hier ist jetzt die Sportvariante. Und weil ich ja auch Performance-Sportler-Fan bin, wollt ihr bestimmt wissen, was ist angepasst. Natürlich die Lenkung, die Stabilisatoren sind angepasst, die Dämpfung ist angepasst und die Bremsen sind angepasst. Die Lenkung und die Bremsen kommen von Bosch respektive Conti. Hier haben wir einen Wendekreis von 11,70 Meter. Normalerweise sind es 10,60 Meter. Warum der jetzt genau mehr hat, liegt eben an dem Allradantrieb. Und dann haben wir hier einen besseren Bremsweg von nur 34 Meter, während die anderen Varianten 37 Meter haben. Am orangefarbenen X-Power Bremssattel erkennt ihr die Performance-Variante. 17 Zoll Felgen normalerweise, hier 18 drauf, die 16 Zoll Einstiegsbremse entfällt. Schwarze Spiegelkappe, oben schwarzes Dach, unten nochmal so ein schwarzer Schweller, den ihr hier seht, der hier so ein bisschen ja, silberfarben ausläuft. Und ja, dann gibt es hier normale Bügeltürgriffe, also das Auto ist CW-Wert optimiert, aber nicht krass optimiert. Viele werden es gut finden, dass es so ist, vor allem Jesse vielleicht auch. Zur Motorverteilung 170 kW E-Motor hinten, 150 vorne, sind 320 kW insgesamt. Der Motor hinten ist der, der auch in der anderen Variante drin ist, lediglich mit 10 kW weniger. Jetzt sprechen wir, würde ich sagen, an der Seite noch übers Laden, weil wir eben gerade hier sind. Und jetzt lädt er bei Standard mit 6,6 kW, 11 kW Onboard haben dann die größeren Varianten alle drin. Und der hier kann laden mit bis zu 140 kW, ist dann in 27 Minuten voll, während die Extended Range Variante ja etwa 40 Minuten braucht, von 10% auf 80%. Was ich wirklich gern mag, ist, dass es hier drin eben beleuchtet ist. Elektrisch muss jetzt die Klappe nicht sein, das wirkt so wirklich ganz wertig. Das Heck insgesamt ist natürlich eine Erscheinung, ne? Denn wir haben eine Lichtleiste mit 172 LED-Elementen, die durchgeht, oben einen riesigen Dachkanten-Spoiler, einen Diffusor nochmal unten. Also das Design könnte man als zerklüftet bezeichnen. Ich finde es allerdings jedes Mal wunderbar erfrischend, wenn ich das Auto auf der Autobahn sehe, weil mir das Design eben halt gefällt.
Ja, SAIC bzw. Ja, die Marke MG hat in London auch ein Designstudio. Hier steht es drin, SAIC Vision LED Lightning System. Dafür müsstet ihr hier mal reinschauen. Haben wir schon ganz oft gesehen. Genau. Und dann seht ihr da hinten die Leuchte, die hier so ausläuft und einmal hier durchgeht. MG ist hier oben und dann gibt es so rote Striche nochmal drauf. Neu jetzt, 2023, ist ein Scheibenwischer hinten und hier oben der bekannte Spoiler in grün, da kann man sogar durchfassen, schaut euch das mal an. Bremsleuchte ist dann da oben, MG, und hier unten ein riesiger Diffusor. Anhängelast hat das Auto 500 Kilo, MG4 Electric steht hier drauf und jetzt würde ich sagen, machen wir den mal auf. So. Und das Kofferraumvolumen ist 400 bis 1200 Liter. Die Ladekante hier 70 cm hoch, 15 bis 16 cm Bodenfreiheit hat das Auto je nach Ausstattung. Und der doppelte Ladeboden hier, der ist sehr praktisch, weil da bekommt man, schaut man nochmal hier, schön mit Klett die Ladekabel unter. Ich mache mal eins für euch auf, dass ihr das seht. Da ist dann wahrscheinlich das zum Schnellladen drin. Genau. Sehr praktisch. Doppelter Ladeboden hier, alles mit Filz ausgekleidet, wirkt echt solide, würde ich sagen. Hier die Hutablage auch ganz gut gelöst, finde ich. So, und jetzt klappe ich euch mal die Rückbank um im Verhältnis 2/3, 1/3. Könnte man sagen, ja, so eine Durchreiche wäre vielleicht noch schön für die Skifahrer. Aber wenn ihr euch hier mal anschaut, wie viel Platz da hinten ist, finde ich das wirklich gut. Die Ladekante ist auch gut gelöst, hier auch mit Plastik. Das wirkt einigermaßen robust. Allerdings muss man wissen, dass das Auto halt ein Preis-Leistungs-Hammer sein will. Und ja, da werden wir dann am Schluss drüber sprechen, ob er das auch ist. Ich klappe mal die Rückbank für euch hoch, gehe gleichzeitig auf die andere Seite. Und dann schauen wir uns mal an, wie das Platzverhältnis da hinten ist. Und das ist halt krass, vor allem im Vergleich zu Verbrennern. Ne? 271 Radstand ist halt wirklich ein Wort. Schaut euch das an. Zwei Fäuste nach vorne, eine Faust nach oben. Wirklich great. Ohne Scheiß. Ne? Und für Sportwagen oder Kompaktsportler-Fans, Hot-Hatch-Fans ist es gut, weil es gibt einen dunklen Himmel, ist alles dunkel gehalten. Schauen wir uns mal hier den Sitz an, Mikrofaser da, Kunstleder nach oben, eben hier keine Armauflage, das ist ein klarer Kritikpunkt, allerdings lässt sich das vielleicht auch verschmerzen, zumindest wenn man vorne sitzt. Toll ist bei der Plattform, ja, die ist eben flach, ne? Das ist eine reine E-Plattform hier, Modular Scalable Plattform, MSP, hier nochmal Platz, da dann nochmal ein USB-Anschluss. Hier oben bekommt das Handy rein, sogar zwei, wenn ihr zwei habt. Hier das iPad, das ist schon sehr gut. Und ich habe Platz, ich bin 1,88 groß. Jetzt schauen wir mal in die Türen, eine Einstiegsleiste gibt es nicht. Hier oben ist alles ja mit Plastik. Klavierlack haben wir da, eine gute Polsterung für den Arm. Hier ist nochmal so eine kleine Matte drin, die ihr auch rausnehmen könnt, wenn ihr geschickt seid. Ja, an der Tür Platz. Es ist immer ein bisschen schwierig, die Videos sehr emotional zu gestalten, aber gleichzeitig will ich euch ja auch das Auto einfach zeigen. Und jetzt sprechen wir über die Motorvarianten. Ich habe es ja schon angedeutet. Ne? Es geht los beim Auto bei Standard mit 170 PS. Komfort und Luxury haben 204 PS. Die Trophy Extended Range Variante liegt bei 245 PS, während der hier mit seinen 1,8 Tonnen ja bei 435 PS liegt. Das sind mit seinem Allradantrieb, und das ist wirklich spannend, 600 Newtonmeter Drehmoment. Ich glaube 1,7 irgendwas Sekunden auf 50 und 3,8 Sekunden auf 100 km/h. Das hat früher ein 11er geschafft. Und insgesamt 200 km/h wird er schnell. Bei der Reichweite muss man jetzt sagen, okay, da hat halt die Trophy Extended Range Variante 520 km. Teilweise divergiert die dann zwischen 350 und 450 km. Der hier kommt auf 385 km Reichweite. Ich würde sagen, wir gehen mal rein, weil Jesse sieht so aus, als würde er gleich die Hand abfrieren. Komischerweise hat es heute in München 3 Grad.
wer weiß. Ich zeige euch den Innenraum. Da wird es uns ganz bestimmt warm. Danach wird gefahren. Wenn ihr Bock habt, dann kommt doch einfach mal. Ich denke wirklich wahnsinnig viel über Autos nach. Vielleicht fangen wir mal mit dem Einfahren an. Jessie hat gesagt, ey Jan, hinten sind keine Leuchten, kritisier das mal, dann machen wir das. Nummer zwei ist, ich bin Kompaktsportler-Fan. Das stimmt wirklich, schon immer. Ich habe mir schon immer einen Focus RS gewünscht, also seit es den halt gibt. Und ich habe mich schon ganz lange gefragt, warum gibt es denn keine E-Kompaktsportler oder so wenige? Warum bekommt VW ein ID.3 GTI so lange nicht hin? Da ist übrigens ein Helikopter, der ganz gut gerade reinpasst. Smart Hashtag One Brabus hat mir mega viel Spaß gemacht. Zika X, der ein bisschen größer ist mit der Performance-Variante, war natürlich auch großartig, weil Elektro, Kompakt, Performance passt eigentlich sehr gut zusammen. Das beweist das Auto, werden wir später drüber sprechen. Und eine weitere Sache, die ich mir so überlegt habe, die Standardvariante in dem Auto, die würde ich nicht nehmen. Warum nicht? Na, der Onboard-Charger mit 6,6 kW wäre mir zu schlecht. Und erst danach kommt die Wärmepumpe hier rein. Und die ist vor allem bei so einem Wetter richtig wichtig. Ich werde jetzt kein Referat über Wärmepumpe halten, sondern ich mache jetzt echt mit dem Auto weiter. Den dunklen Himmel habe ich euch hinten gezeigt. Spiegel ist da vorne und das hier ist ein Fach für die Sonnenbrille. Der ist leider nicht rahmenlos. Das wäre noch ein bisschen schicker. Aber das ist schon ganz gut. Glasdach gibt es hier nicht. So, jetzt sprechen wir über die Sitze. Mikrofaser hier in der Sitzfläche. Das ist ein relativ einfacher, aber solider Sitz. Der lässt sich hier bei Jessie so weit nach vorne und so weit nach hinten verstellen. Bei mir ist der elektrisch. Übrigens die Hauptvariante, die genommen wird, tatsächlich Luxury, weil da ist halt echt viel drin und dann gibt es, glaube ich, nur noch die Farbe, die Aufpreis kostet, außer es ist halt Dover White. Und wenn wir jetzt mal den Schwenk hier übers Lenkrad machen, was nur zwei Speichen hat, über 7 Zoll digitale Kombi und über 10,25 Zoll ja, Infotainment in die Tür rein, dann ist es krass im Vergleich zum ID.3, wobei das ID.3 Modell von VW im Facelift aufgeholt hat, aber jetzt haben wir hier halt schon viel Bezug, muss man ehrlich sagen. Ne? Mikrofaser in der Tür, gut gepolsterte Armauflage, leider Klavierlack, das ist ein Kritikpunkt, das kritisiere ich bei jedem Auto, also auch bei MG. Platz in der Tür und ein schöner Türgriff ist okay. Eine Einstiegsleiste gibt es nicht. Aber die Farbe vom Auto, dieses Hunter Green, die gefällt mir richtig gut. Lüftungsdüse hier, durchgängig. Und eine Sache, oha, was haben wir denn da im Handschuhfach? Abonniert, das war falsch rum, scheiße. Das ist richtig rum. Das ist richtig rum. Abonniert den Kanal mal. Wir geben uns so viel Mühe und wir leisten so viel für euch, zeigen euch so viele Autos, dass sich das für euch wirklich einfach auch lohnt. Man muss ja nicht sagen, was der Angler will, sondern was es dem Fisch bringt. Also eigentlich nichts. Ihr seid dann gefangen in diesem Kanal für immer. So, ich mache hier zu. Hier ist Hartplastik, das ist okay, solide. Da unten USB-C, USB-Anschluss. Kommt man schlecht hin, ehrlich gesagt, mit meiner Größe. 12 Volt Steckdose. Hier ist ein Becherhalter. Nochmal ein Zeichen für einen Becher. Sehr viel Hartplastik, aber okay verarbeitet. MG-Schlüssel ist hier. Das ist einfach, relativ leicht. Da Plastik, sehr viel Plastik hier drin, muss man sagen. Aber so eine Jalousie drüber, das ist okay. Kleines Netzchen nochmal hier. Platz in der Armauflage. Sehr gut. Hier oben MG Electric steht da, induktive Ladefläche fürs Handy. Gangwahlhebel ist ein Drehregler, der ist bei den ID-Modellen zum Beispiel da. Ja, und jetzt würde ich sagen, holen wir sie rein, die einmalige wunderbare Auto-Expertin Jessica. Wie gefällt er dir, der MG 4? X gonna give it to you, Agathe Bauer. Agathe Bauer? Ach, ich wollte halt... Was hast du dir überlegt als lustige Einstieg? Ey, der sieht mal richtig scharf aus. Ne? Hast ich du Mulan mir... geguckt? Ja, es war mein erster Kinofilm. Cool. Also, ich habe ja mal überlegt, ob ich mir so ein i30N kaufe, ne? Mhm. Lange Zeit bevor. Und wisst ihr, was ich an dem mochte? Den Heckspoiler. Und wisst ihr, was ich an dem Auto mag? Den Heckspoiler. Und das sieht geil aus, ja? Gut. Danke für den Einblick in dein Seelenleben. Hä? Pommes-Theken, Jesse. Gut. Ich mag Pommes. Ja? Christ before guys. Ja. Das war witzig. Also, guck mal. Das war voll spontan. Chicks before Dicks. Darf man das sagen? Guck mal. Also, Lenkrad. Bros before Hose. Oh, das heißt. Das wird schlimm. Lenkrad lässig und alle. Hör auf jetzt.
Du raus mir meine Reputation. Nein, nein. Was hast du noch? Nix. Sag. Leider nichts mehr. Echt nichts mehr. Was jetzt? Ja. Das war aber fail. Das war jetzt voll peinlich. Das war richtig peinlich. Also ja. Lenkrad lässt sich in alle Himmelsrichtungen auf jeden Fall verstellen. Interessant ist, das Licht außen, das Tagverlichten, das normale Licht hatte ich hier an. Seht ihr dann vorne auch drin, dass sich das verstellt. Bei den ID-Modellen ja zum Beispiel geht das Cockpit mit. Hier nicht, finde ich gut, dass es hier nicht mitgeht. Wobei ja, wenn man das Lenkrad ganz runterstellt, ist es im Sichtfeld. Aber deshalb macht man das auch. Aber es ist halt ein bisschen größer, ne? Was gut ist. Kein Head-Up-Display da vorne. Das ist echt okay. Ich kann Sitz in alle Richtungen verstellen. Hier alles zur Sprachsteuerung, zu den Assistenten dann. Und hier kann man dann die Rekuperationsstufen ändern. Seht ihr dann hier und wenn man dann hier ist, kann man das Display vorne anpassen. Dazu geht es dann hier durch, seht ihr dann, habt ihr die Navi drin, die Einstellungen zum Beispiel, ja, oder den Bordcomputer und hier könnt ihr dann den Fahrmodus zum Beispiel drauflegen, Custom Sport, Snow Eco. Die Knöpfe sind allerdings individualisierbar, MG steht hier. Lenkrad fühlt sich richtig gut an, muss ich sagen, aus meiner Sicht. Und dann hier schön, man hat noch Knöpfe für die wichtigsten Dinge, nämlich hier Home, lauter, leiser, hat hier noch Knöpfe. Die Klima hat noch einen eigenen Knopf, was gut ist. Da seht ihr, wie kalt es ist, nämlich sehr kalt. Sitzheizung kann man hier in 3 Stufen regeln. Ne? Ich mach die dir mal jetzt an. Eine Lenkradheizung gibt es auch. Aber die Klima müssen wir jetzt doch für den Ton leider wieder ausmachen. Und jetzt kommen wir zur Navi. Und da haben wir immer ja, den Berlin-Check. Das machen wir jetzt halt eben auch mal, auch wenn Jessie sagt, unsere Videos werden immer zu lang. Aber es ist halt auch immer komplexer, Autos zu zeigen. Also nach Berlin navigieren geht sehr schnell. Allerdings, ich kürze es ab, es gibt keine Ladeplanung hier. Da arbeitet MG dran, sagt Pressesprecher Marc Hecht. Und das wird bestimmt auch in Zukunft irgendwann kommen. Hier allerdings noch nicht. Hier kann man dann die Ladestation irgendwie in der Nähe dann anzeigen lassen. Hier geht es immer wieder zurück. Hier gibt es so eine Art Home-Ansicht. Hier könnt ihr euch was übers Laden, über die Reichweite anzeigen, über die Erwartungen zum Beispiel. Habt hier einen Verbrauchstrend, eine Energieflussanzeige zum Beispiel auch, was echt cool gemacht ist. Könnt hier auch zum Beispiel das Wetter anschauen, wie es ist, nämlich scheiße heute. So. Apple CarPlay, Android Auto. Es ist gerade ein Grad wärmer geworden, hab dich nicht so. Mega. Ja, Klima haben wir gesehen, hier alles zum Fahrzeug und es ist echt komplex, ne? Weil zum Fahren könnt ihr die Lenkung verändern in 3 Stufen, was Gutes. Die Pedalkraft, die Energieregenerierung könnt ihr in quasi eigentlich 4 Stufen ändern, nämlich adaptiv und dann die 3 normalen. Ein Pedal-Modus gibt es und einen Energiesparmodus. Die Assistenten sind hier, das sind richtig viele, die werden wir später ausprobieren. Alles Praktische ist dann hier. Die Beleuchtung kann man hier ändern und die Sicherheit gibt es dann nochmal hier. Ich könnte ewig so weitermachen. Ich schaue jetzt mal, was ich vergessen habe, euch zu zeigen. MG Touchpoint, also Händler, scheint man wohl gemerkt haben, zu haben, ist bei dem Agentursystem halt vielleicht wichtiger denn je. Streckenmodus ist hier exklusiv. Das heißt, ihr könnt Rundkurse hier eingeben, wenn ihr hier rein wollt und habt einen Laptimer hier drin. Startpunkt muss man dann hier einstellen und dann kann es direkt auch losgehen. Allerdings, da man ja nicht so oft auf der Rennstrecke ist, kann man das natürlich auch machen, wenn man normal draußen unterwegs ist und hat dann hier zum Beispiel G-Kräfte, Geschwindigkeit und so. Ja, das ist es, würde ich sagen. Das war's auch. Sollen wir losfahren? X gonna give it to you. Gonna give it to you. Für was steht X? Gefahr. Ja, jetzt schauen wir uns mal den X-Power an. Jessie hat tatsächlich schon gerade gefragt, für was steht das X? Für Gefahr. Ich habe mich jetzt gerade mal ein bisschen seriöser angezogen. Hier, so mit Hemd und so, damit das jetzt hier mal wieder, ne? Ehrlich gesagt war es dir halt kalt jetzt eben, ne? Und jetzt nicht mehr kalt, weil das Auto eine Wärmepumpe hat. Interessantes, es gibt keinen Start-Stopp-Knopf. Das heißt, man geht rein, drückt einfach die Bremse und dann steht da ready und er geht sozusagen an. Ich zeige euch mal die Rückfahrkamera. Man muss ja auch ein bisschen was kritisieren. Das ist nicht der Typ da hinten, sondern eine 360-Grad-Kamera generell ist ja überragend, aber die ist so ein bisschen fitzelig, würde ich sagen. Ne? Allerdings
hilft sie halt schon tatsächlich. Jetzt tun wir mal so, als würden wir gegen den Baum da hinten fahren. Dafür brauchen wir die Kamera hinten. Schaut mal, seht ihr hier dann die Zentimeterangabe? Ach ja, interessant. Stopp! Stopp! Aber die hilft schon, die Kamera. Die ist gut. Und dann habe ich euch eine Sache ja vorenthalten beim Auto. Hier den, bei den Modi habt ihr Benutzer definiert. Nee, habe ich euch gezeigt, gell, was man da machen kann. Und jetzt machen wir einfach mal Sport. Da ist halt alles auf sportlich und legen los. Was willst du sagen? Ich würde die Navi noch ausnehmen, wenn es okay ist, weil sonst haben wir gleich hier Gequatsche. Ja, das macht es jetzt noch viel spannender. Also, ja, noch eine Frau, mal, die da reinquatscht, ist nichts, oder? Was mir aufgefallen ist, der Bremsdruck ist ziemlich stark, wenn man so drückt. Allerdings kann das ja auch gut sein. Jetzt drück mal die Bremse, gib Gas. Alter! Alter. 100! Vollbremsung. 34 Meter. Nochmal voll beschleunigen. Alter. Wir leben 20 Minuten entfernt vom Europapark in Rust oder wie die Werbung sagt, Rust. Und das braucht man da nicht mehr, oder? Lecco mio della Quaste. Das ist ja vogelwild. Was sagst du dazu? Vogelwild. Ich mag das Geräusch dabei und das ist halt eine lineare Beschleunigung, die knallt und 3,8 Sekunden hast du gesagt, ne? Ich mag das Geräusch, das du machst, wenn du deinen Schnauze hältst. Schau mal hier, 1,7 Sekunden auf 50. Das kannst du jetzt mal mitstoppen. Krass. Das ist schon so Tesla Plate-mäßig, ne? Plate. Also, ich sage euch mal was zum Auto. Die Bremse ist natürlich stärker, die kommt von Conti. Die Lenkung ist von Bosch. Die ist flexibel einstellbar. Ich hätte das jetzt gerne hier gelassen, aber das ist jetzt mehr weggedrückt. So, Lenkung sportlich kann man sie einstellen, dann ist sie ziemlich direkt. Normal weniger und Komfort ist sie echt gemütlicher. Das funktioniert. Bei der Leistungsentfaltung und Pedalkraft sind wir hier auch dabei und die Rekuperation kann man stark einstellen. Dann bremst er wirklich fast bis auf Null. Das ist nämlich dann auch hier der One-Pedal-Driving. Schaut mal jetzt vorne, sieht man das ganz gut. Ja, doch, bis auf Null. Ja, man kann die Rekuperation auch mittel einstellen. Da muss man dann das hier wegmachen. So, dann ist es weniger oder ganz schwach. Oder eben adaptiv, passt sich selbst an. Jetzt ist natürlich so ein Kompaktsportler, das muss man wissen, nicht nur geradeaus wichtig, sondern auch in der Kurve. Dazu ist hier so ein Torque Vectoring drin in dem Auto. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie gut das funktioniert. Nummer 1, ich liebe Autofahren. Nummer 2, das Auto macht mit. Sperrdifferential hinten. Akku, der einen tiefen Schwerpunkt generiert. Eine wirklich gute Lenkung aus meiner Sicht. Eine gute Bremse, Scheibenbremsen, Torque Vectoring verteilt das Drehmoment zwischen allen Reifen und er wird 200 km/h schnell. Das können wir jetzt heute leider nicht voll austesten, weil um München ist einfach zu viel Verkehr rum. Das Auto hat einen ganz guten Wendekreis, ist allerdings nicht so entscheidend. Ansonsten liegt der gut auf der Straße. Im Vergleich zu den anderen Versionen hat der ja hier dann den Allrad. 170 kW hinten, 150 kW vorne und boah, ich muss echt sagen, ich bin angetan. Das Einzige, was mir fehlt, ist der Verbrennersound hier drin und er wiegt halt 1,8 Tonnen. Was halt ein bisschen mehr ist im Vergleich zu den anderen. Aber jetzt schaut mal, wie schnell der hier weggeht, ist einfach krass, ne? Und wenn ihr jetzt mal einen anderen Modus macht, den Eco-Modus, beschleunigen wir da mal durch. Schauen wir uns das an. Ja, das ist schon deutlich langsamer, gell? Mhm. Was ich noch sagen muss, die Geräuschdämmung ist auch echt in Ordnung, ne? Die ist voll, gut. Ne? Ja. Also die ganze Verarbeitung vom Auto wirkt schon wirklich gut, würde ich sagen. Energiesparmodus können wir mal reinmachen und dann nochmal beschleunigen. Jetzt ist leider hinter uns einer. Ja, dann ist nochmal ein bisschen, ne? Okay. Aber im Sportmodus muss man das Auto einfach fahren. Im Eco- oder Energiesparmodus
schafft ihr das halt 385 Kilometer weit. Wir hätten es heute tatsächlich, so wie wir gefahren sind, deutlich unter 300 Kilometer gefahren. Es ist natürlich halt auch so, dass es heute wirklich kalt ist. In der Stadt bei langsameren Geschwindigkeiten kann man das Auto allerdings auch deutlich über 400 Kilometer bewegen. Was mir jetzt wichtig ist, ist euch noch ein bisschen was zur Performance zu erzählen. Gute Bremsen hier drin sind wirklich wichtig, weil das Auto natürlich auch ein bisschen was wiegt. Was krass ist, es ist wirklich mit einer nahezu perfekten Gewichtsverteilung in der Kurve völlig solide, völlig gut, schiebt sauber über beide Räder. Auch hier, wenn man ein bisschen schlechteren Straßenbelag hat, arbeitet das Auto gut auf allen vier Rädern. Das Drehmoment von 600 Newtonmeter tut dir nicht nur beim Beschleunigen gut, sondern er hat tatsächlich auch in der Kurve, weil das Auto halt wirklich schön und schnell rausholt. Was am Ski wichtig war, ich hab's gleich, war eine Sache, nämlich das Auto soll kein bedingungsloser Supersportwagen sein. Das kann man natürlich mit den Leistungsdaten fast. Es soll im Alltag funktionieren. Die Federung ist also nicht zu hart, ne? Die Lenkung ist auch nicht zu direkt. Man sitzt trotzdem noch ein bisschen höher. Man hat Assistenten hier, kann also schön Spurhalteassistent, Abstandsregeltempomat reinmachen. Die Assistenten funktionieren gut. Man könnte da noch vielleicht ein bisschen feilen. Schildererkennung ist auch da. Und jetzt darfst du reden. Entschuldigung. Ach, alles gut. Ich wollte eigentlich sagen, mein Magen ist eigentlich Rust erprobt, aber in dem Fall war es jetzt wirklich nicht so. Ja, Rust. Europapark Rust erprobt, wie du ja gerade schon gesagt hast. Weil du rauchst. Nein, nicht Rust, sondern Europapark Rust erprobt, aber mir wurde gerade wirklich schlecht. Ich musste jetzt auch gerade sagen, hey, hör mal auf, das ist halt schon krass als Beifahrer, ne? Übrigens ist die Kopfstütze in der Mitte auch noch neu dazugekommen, jetzt hier im Modelljahr 2023. Stimmt, die habt ihr euch gewünscht, MG hat es einfach direkt angepasst. Genauso wie den Heckscheibenwischer, das hat euch Jan ja außen gezeigt. Aber was ich sagen muss, die Sitze geben jetzt nicht krass viel Seitenhalt für dieses Performance-Fahren. Ne? Stimmt, dafür sind sie bequem. Ja. Rekuperationsstufen seht ihr hier noch, könnt ihr die einstellen. Da, 1, 2, 3, gut. Rekuperation funktioniert auch gut. Rekuperation, ach, ich wollte euch ja hier beim Auto, wollte ich euch noch die Energieflussanzeige zeigen. Da ist sie nämlich, wo haben wir sie da? Gehe ich vom Gas, rekuperiert der hier, ne, und so gibt man wieder Energie aus. Spannend, spannendes Konzept, tolles Auto. Wäre es was für dich? Tata, Silverstar, tata. Bekomme ich noch eine Antwort auf? Ja, wäre was für mich. Echt, wär was für dich? Sieht sportlich aus, ist sportlich, fährt sich brutal dynamisch. Brutal! Das ist schon gut, fast wäre ein Silverstar. Es hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Ne? Das ist ein tolles Konzeptauto. Ja? Also ich glaube, meine Jury hat das in seiner Klasse zum Auto des Jahres gewählt. Und das völlig zu Recht. Völlig zu Recht. Beeindruckend. Soll man ein Fazit machen? Weißt du, von was ich auch beeindruckt bin? Hm. Von dir. Warum? Sag ich ein Fazit. Ich schwör's euch, ich bin einer der größten Kompaktsportler-Fans in Deutschland. Da bin ich mir sicher. Und jetzt stehe ich hier wie so ein kleiner Schuljunge mit einer Tüte mit MG drauf. Aber da drin, ja, da habe ich eine ganze MG Vespa Box voller Inhalte für euch im Fazit. Natürlich bin ich vorbereitet. MG lässt uns heute in München vielleicht in der Kälte stehen, da können die allerdings nichts dafür. Wir waren ja viele im Auto, deshalb ist es kein Stress. Aber hungrig, verhungern müssen wir nicht und ihr auch nicht jetzt hier an Fakten und an Meinungen zum Auto. Das ist eine Markus-Lanz-Überleitung, jetzt kann es nur noch great werden. Ich bin Fan von Kompaktsportlern und an Elektro musste ich mich am Anfang gewöhnen. Allerdings, die Vorteile, die sind krass. Bei Verbrennern in der Größe eine Beschleunigung von 3,8 Sekunden auf 100, die muss man erstmal schaffen. Das waren früher 9,11er, also wirklich Sportwagenwerte. Und so fühlt sich's da drin auch an. Das Ding beschleunigt stufenlos. Es macht unglaublich viel Spaß, so dass man eigentlich bis auf den Sound den Verbrenner kaum vermisst. Das ist eine kleine Spaßtüte.
Keine Wundertüte, sondern eine Spaßtüte. Die Verarbeitung für ein britisch-chinesisches Auto wirkt für mich sehr gut. SAIC, also der Mutterkonzern, das sind keine Anfänger, ne? Das ist der größte Autobauer Chinas. Die verkaufen 5,3 Millionen Autos im Jahr und das, glaube ich, schon 17 Jahre in Folge der erfolgreichste Autobauer Chinas. Und die Marke MG zu kaufen war, glaube ich, auch ein richtiger Glücksgriff. Wenn man jetzt über das Auto spricht, dann ist wohl immer noch der 64 Kilowatt Akku mit dann der Luxury-Variante der meistgenommene. Ich bin Riesenfan der Extended Range Trophy-Variante, weil ihr da halt eine Reichweite von 520 Kilometer habt, über 700 Kilometer in der Stadt. Hier sind es insgesamt nur 385 Kilometer. Der Fokus liegt hier allerdings auch auf Allrad-Power und das hat man geschafft. Wirklich krass. Aber es ist halt vielleicht was Nischigeres für die Leute, für die es halt so ein bisschen mehr sein darf. Zum Beispiel, ja, würde ich sagen, was haben wir denn hier noch drin? Pommes-Theke, ein Kaugummi. Ja. Aber jetzt geht es natürlich um Preis. Und da ist MG angetreten mit dem MG4, dass man einfach sagt, man will ein krasser Preis-Leistungsmeister sein. Und das hat man geschafft, denn der beginnt als Standard mit dem kleinsten Akku, natürlich mit ein paar Einbußen, mit 350 Kilometer Reichweite bei etwa 35.000 Euro. Er liegt dann ja bei 40.000 Euro in der Komfortvariante. In der Standardvariante liegt er bei 42.000 Euro. Die Extended Range Trophy Variante liegt ja bei 46.000 Euro. Und der hier als X-Boost liegt bei 47.000 Euro. Abzüglich der Förderung seid ihr bei unter 40.000 Euro. Hauptwettbewerber ist Smart Hashtag One Brabus. Hier seid ihr gelandet bei The Car Crash Review. Bei uns gibt es jeden Tag um 17 Uhr ein neues Video von der bezaubernden, meistens nicht frierenden Jessie oder eben dem immer heißen Jan. Heiß auf Autos. Das bin ich. Abonniert den Kanal genau jetzt. Dann sehen wir uns morgen und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr... Sollen wir die verlosen? Nee, gell? Wir essen jetzt einfach auf. Bis morgen.